Tischern, willkommen zu einer neuen Folge Räuspern mit Däumen. Hallo Däumen. Hallo, ich bin der Däumen, ich bin unproduktiv. Ich fliege durch die Luft, punche in die Luft. Lalalalalala. Das ist doch alles die Unterstellung. Ja, jetzt sag mir mal, was du bitte in der letzten Folge gemacht hast. Ja, schau es dir an. Ja. Was? Da ist noch ein paar Bricks unten drunter gesetzt. Und sonst? Schau's dir an. Vor allem hat er gefailt. Ja, da hinten habe ich doch gar nichts gemacht. Hä, was hast du denn gemacht? Ja, so, erstmal hier, die Mauer. Ja, okay. Na gut. Die Mauer muss weg. Die Mauer muss weg. Ey, das ist aber nicht das abgesegnete Design. Doch. Was soll denn da sonst noch sein? Es fehlen halt Türme. Hä? Fehlt. Was? Was, Andi? Sprich mit uns. Mach den scheiß Mund auf. Ja, was? Die schwarzen Striche fehlen überall. Ja, die wird schon Ewigkeit nicht mehr gemacht. Die müssen halt noch gemacht werden. Ewigkeit nicht mehr gemacht. Ja, dann machst du die doll. Jetzt machst du jetzt die Junge, Folge. Junge, chill. Erstmal hier bis zum Berg kommen. Du machst jetzt die schwarzen Striche, Bitch. Ich glaube, die sollten gemacht werden, wenn Türme drin sind. Hä, hey, warum? Weil wir es können. Hey, danke, die sind immer in festen Abständen. Ja, ist okay. Die Türme richten sich nach den Streifen, nicht andersrum. Hm. Not sure. Halt's mal. Immerhin können wir jetzt die Türme kopieren, hallo? So. We can jetzt copy that shit. Aha, aha. We can copy it now. Aha. Ja, weil, ist jetzt die Uni fertig? Nein. Ja, hier in dem Turm fehlen noch ein paar Sachen, ne? Wir müssen noch einrichten. Ja, aber sonst? Achso, oh, Gebäude einrichten? Ja, wir müssen hier oben noch kehren, das müssen wir auch noch machen. Da, oh, den unteren Raum. Nein, den pinken Dildo. Ja. Der pinke Dildo markiert die Stelle. Was ist da? Ja, noch etwas, was wir noch machen müssen. Oh. Andi, deine fucking Uhr hat gepiept. Ist in so einem Turm nicht oft auch Alchemie? Warum ist meine Kiste weg? Hier wird keine Alchemie unterrichtet, Kian. Aber im unteren Teil? Da wird hier Alchemie unterrichtet? Ah ne, die Alchemieräume sind doch ganz woanders. Ja, aber was soll ich in den unteren Raum packen? Noch irgendwie sowas wie so eine Asservatenkammer. Bitte? Dumm? Regale? Ja, mach einen Lagerraum. Los Regalos? Un Regalo. Sie. Asservatenkammer macht überhaupt gar keinen Sinn. Mucho sorpresa. Doch, da werden die ganzen Waffen der Studenten gesammelt. Von den Morden, ne? Die ganzen Beweisstücke. Von Jackson Ripper. In den USA fordern einige, dass vermehrt Waffen in Universitäten erlaubt werden sollen, um die sich. Ja, genau! Spread the Amokläufe! Ja! Die Anzahl der Vergewaltigung von weiblichen Studenten zu verringern. Ja, knallt die Leute ab! Ja, genau! Junge, würdest du eine Frau vergewaltigen, die mit einer fetten Desert Eagle in jeder Hand rumrennt? Besser Vergleich, EU. War auch ein klassischer Däumer, oder? Also, wenn sie Lara Croft heißt, ja. Nein. Ich würde allgemein keine Frauen vergewaltigen. Haha, gerade so gerettet! Frauen, hat er gesagt. Nee, hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Männer? Oh. Nee, Däum, ich kann deine Wünsche leider nicht erfüllen. Tut mir leid. Däum, get laid. Echt mal. Get on, get laid. Ach, laid. Gott. Laid back loot, Alter. Junge, nicht mal ein Bandmaß halten. Nee, nicht mal Stadtgunner. Alter, Mann. Nicht mal Stadt. Das ist schon peinlich mit dem Jungen. Ja, ja. Du sagst es. Oh. Kia, komm mal kurz her, sieht aus wie das Gesicht von einem alten Mann, der erstaunt ist. Boah. Kia. Wo siehst du denn überall Gesichter? So. Naja. Komm mal her, Dolph. Ich will das Gesicht abnehmen, los. Ja, guck's her. Abnehmen im Gesicht? Ja, wie halt. Guck's her. Also, auf einmal findest du es los. Also diesmal fand ich es nicht so überzeugend wie den Geist. Und das ist der Bart, ne? Ja, warte, ich kann es noch überzeugen nochmal. Random Däum ist random. Hey, wieso random? Das ist doch wirklich lustig im Vergleich zur scheiß Schildkröte. Hä? Wo war denn eine Schildkröte? Oh.
Jetzt. Mit der grauen Star, super, Andi. Hä, die oben, diese Pupillen sind nach oben gedreht, Lappen. Geht einfach auf keine Fantasie. Voll mit dem Geist. Wahrscheinlich daran, dass er in seiner du Kindheit. Mal. Was? Ja, da war ich kreativ und hab nicht die ganze Zeit Fernsehen geguckt und Spiele gezockt. Richtig. Kian, ich habe auch nicht. Ich auch nicht. Ja, und die hat die ganze Zeit lieber Animes. Hey, du hast die ganze Zeit Digimon. Hey, das ist schon oft genug beigetragen. Ich hab, hey, das stimmt mir. Ich hab, ich weiß, was ich hauptsächlich gemacht habe. Ich konnte dir damals so gut wie. Du hast mir ein Dino gezeigt und ich konnte dir den Namen sagen. Also die Bezeichnung und alles, wie schnell er rennt, wie viel der frisst. Oder, also theoretisch gefressen hat. Und so weiter. Ich konnte das auswendig. Was manche Leute, also was manche Kinder mit Autos konnten, konnte ich mit Dinos. Was ist jetzt nützlicher im Leben? Ich weiß es nicht. Was? Nein. Schön, dass du dich für was interessierst. Guck mal, du hattest einen Rucksack mit Flugzeugen drauf. Ich hatte einen Rucksack mit Dinos auf Asteroiden. Junge, das war nicht ein Flugzeug, das waren Kampfjets. Also ich hatte einen Rucksack mit geilen amerikanischen Lastern. Kian hat dahinter auch noch so... Erde drauf, ja, genau. Dafür konnte ich nicht. Das war die Schuld von Kians Schwester. Ich bin mir gar nicht sicher. Ja, okay, ich weiß nicht, wie der beschafft wurde, das weiß ich wirklich nicht. Wahrscheinlich warst du Alter von deiner Schwester. Aber ich meine, immerhin hatte ich nie einen For-You-Schulranzen, weil... Ich auch nicht. Dieses Geklappergeräusch... Hattest du dich hier auch gedowngradet? Auf For-You? Hannes hatte nie so einen. Doch, Hannes hatte dir doch auch einen For-You. Echt? Hey, natürlich also, doch, da ist doch noch der eine kaputt... Ach, okay, jetzt abgeranzt, abgeranzt. Genau, und da hat er sich auch einen For-You geholt, oder? Weiß nicht. Oder? Weißt du nicht, war halt For You, das waren immer die Mongo-Rucksäcke. Oder hatte Hannes einen For You-Rucksack? Hat er einen Panzer-Rucksack? Oh, Andi, ich weiß noch, als einmal... Panzer! Ja, ich finde, wenn du dich am Rennen wenn du dich an deine vier Gliedmaßen hockst, ne, und dich dann zusammenkrümelst, sieht der Rucksack aus wie ein Panzerturm. Ja. Aber Andi, ich weiß noch, als einmal deine Mutter dir einen For You-Rucksack mitgebracht hast und du so richtig entgeistert warst. Was? Also, an dem Tag bin ich... Hey, da kann ich mich gar nicht dran erinnern. Ja? Ich bin an dem Tag mit zu dir gefahren zum Spiel. Warte mal ganz kurz. Es interessiert mich. Ich muss kurz Produktivität mit Kian absprechen. Ja. Warte. Tell me some more. Wie machen wir das hier hinten? Let me check it. Wait for it. It's gonna be... Legendary. Ja, was? Hier hinten. Müssen wir noch irgendwie diesen Abgang irgendwo anschließen. Wo bist du? Das hier, ja, komm her. Ach, du bist da oben. Hä, damit habe ich doch nichts am Hut. Doch, komm mal her, jetzt hilf mir. Ja. Ja, komm her. Ja, und jetzt? Wir müssen das hier irgendwie anschließen. Also nicht an den Rest. Ja, irgendwie muss das zugänglich sein. Make a trap. Alter, dieses Muster kann ich nicht alleine machen. So, damit erzähl. Make a trap like this. Es war, ja, guck, wir reden, wird dazwischen geredet. Zum Beispiel. Ich kann nicht. Naja, aber dann kommt man hier nicht lang. What the fuck, Alter? Ja, warte, dann mach doch hier oben lang, so. Nee, stopp, nein! Stopp! Ja, dann laber nicht und frag mich nicht. Hä, wieso? Du hast mich doch auf eine Idee gebracht. Ja, da oben lang halt. Nee. So, du hast mir jetzt erzählt. Hier lang. Das interessiert mich jetzt. Also, Andi, wir sind nach der Schule, der Grundschule oder fünfte Klasse. Fünfte Klasse. Hinterher hat... Muss fünfte Klasse genau gewesen sein. Warum? Ja, in der Grundschule hat mir meine Mutter garantiert keinen For-You-Ranz mitgebracht. Stimmt. Auf jeden Fall, wir sind nach der Schule halt mit deiner Mutter zu dir nach Hause gefahren, um zu spielen. So, als wir angekommen sind, dann hat deine Mutter dir den blauen For You-Rucksack gezeigt. Aber in weißer Voraussicht die Quittung natürlich aufgehoben. Wirklich? Und dann hast du. Ja, hat sie gesagt, gefällt er dir? Sowas in der Richtung, wenn nicht, kann ich ihn umtauschen. Und du fandst ihn nicht geil. Und das war's dann zum Rucksack. Oh, ich weiß auch, Alter, ich hab zu Ostern. Das wusste ich gar nicht. Derzeit gewesen sein, habe ich mal ein For You Mäppchen bekommen. Also so ein, also kein richtiges Mäppchen, sondern so ein Mongo-Ding, wo einfach alle Stifte reinwirft. Also so ein Schlampe. Die Dinger sind voll geil. So. Also ich war am Anfang auch kein Fan davon, aber hinterher war ich voll Fan davon. Von For You. Auf jeden Fall. For You ist einfach hässlich. Den fand ich da auch so scheiße einfach. War ein bisschen sauer auf meine Hast Mutter. Du nicht gesagt? Und dann hatte ich mir hinterher nochmal so einen richtig schönen von For You, mit so, wo ich meine Stifte so einzeln reinmachen kann und so. Oh, ich hatte das gehasst. Den hatte ich dann bis zur 10. Klasse. Der war dann irgendwann so voll gekritzelt. Und dann wurde mir irgendwann geklaut und ich habe ihn verloren. Seitdem einfach Coolies irgendwo lose im Rucksack.
Also bei meinen Rucksäcke, die ich gekauft habe. Wir waren auf Ledertasche geupgradet. Ja, aber das ist scheiße für Radfahren. Finde ich nicht. Ich find's mega nervig, weil. Nee. Hat einer von euch schränkt mein Bewegungsfreiheit. Meine Abwesenheit? Was? Hat einfach die Mauer gebaut während meiner Abwesenheit? Welche? Welchen Teil? Ja, hier vorne, seit wann ist hier eine Mauer? Die war jetzt eigentlich schon so die ganze Zeit. Oh. Ich fange gerade hier hinten an, weil ich bin mit dem Turm fertig. Aber, wo waren wir gerade? Irgendwelche Rucksäcke, Leder. Achso, die haben so Stifthalter bei mir. Ist einfach perfekt. Weil der Rucksack oder dein Fahrrad? Der Rucksack. Nein, ich finde Umhängetaschen. Ich weiß nicht. Nee, ich mag das. Also ich, zu Fuß ist in Ordnung. Es kann auch sein, dass ich momentan auch keinen vernünftigen Rucksack habe. Das kann auch sein. Ich glaube, zum Fahrradfahren würde ich Umhängetaschen auch können nervig sein. Also einfach ein Rucksack bleibt besser at the point. Ja, es ist mobiler. Ja, ich will nicht sagen mobiler, aber es ist einfach. Doch, Kian, man kann, kann mit dem Rucksack besser rennen, man kann mit dem Rucksack alles besser machen. Bei der Bundeswehr haben die ja auch keine schwulen. Moment, aber also wenn du deinen Rucksack nochmal aufpasst und damit anfängst zu rennen und der richtig anfängt zu bouncen, ist es auch ein Bau. Ja, du musst ihn noch. Ja, oder du musst ihn so eng machen, dass du aus wie ein kleiner Mondspatz. Kian, das Problem ist bei meinem E-Spec-Rucksack, den ich momentan noch habe. Wenn ich den anhabe, sehe ich aus wie ein übergroßes Vorschuh. Kind. Hast du noch den Aufkleber drauf? Ich auf dem einen ja, ich habe ja zwei. Smiley? Ich habe ja zwei, auf dem einen ist noch das Smiley drauf. Ja, heute ist ein Lächeltag. Hä, hey, nein. Das stand hinten auf meinem ersten iPod Touch drauf. Das hat aber zum Thema gepasst. Das war so fucking gay. Hä, das ist nicht gay. Was ist denn daran gay? Alter. Den hat mir meine Mutter geschenkt. Das ist so fucking gay. Sprüche auf iPods, Mann. Hä? Ja. Nein, hey, das Sprüche auf iPods irgendwie doof sind, das sehe ich ja ein, aber der Spruch ist nicht gay. Doch. Hä, was ist denn daran gay? Hey, dein Vater ist gay. Das kann ich dann auch sagen, wenn der Spruch gay ist. Ja, hat mich ja gezeugt, also irgendwie. Ja, auch Schwule können mit Frauen Sex haben. Auch ein blindes Huhn flippen ein Ei, ein Korn. Auch ein blindes Huhn hat zwei Eier. Nein, ja. Der ist einfach so. Nein, ich hasse einfach solche Sprüche. Ja, der ist voll schön. Nein, weiß, was ich meine. Der ist voll. Der Spruch ist voll schön. Nein, Andi, er ist nicht. Heute schön. Werden sie ihren Weg zum Glück finden. Oh, danke für die Aussage, Bastard. Nein, das ist einfach. Das ist ein schöner Spruch. Jetzt also, verpiss dich. Also, wenn Andi Freude daran hat, lasse ich ihn das, aber ich finde solche Sprüche auch generell diese. Diese grundlos positive Einstellung. Am besten hole ich mir gleich noch irgendein Motivationstraining. Genau, so sehe ich aus. Es ist lustig, weil es lustig ist. Es ist lustig, weil Kian und ich herausgefunden haben. Wie? Achso. Andi hat nur den Ort irgendwas mit Süddeutschland gesagt. Ich hab's mir aber nicht gekauft. Ich wurde dazu eingeladen. Und es war im Nachhinein fand ich ziemlich behindert. Ah, du bist ein Amerikaner, der Geld macht. Ja, allein die Tatsache. Allein die Tatsache, dass du keinen Film verwendest, ne? Da könnte ich dich schlagen. Ich hab grad so eine Website mit so richtig schönen Sprüchen, wo ich jedes Mal reinschlagen würde. Das Vertrauen ist eine zarte Pflanze. Es ist zerstört, so kommt es so bald nicht wieder. Ja, sowas ist scheiße, aber das kannst du doch nicht mit heute ist ein Lächeltag vergleichen. Das Glück ist das Einzige, was sich verdoppelt, wenn man es teilt. Gay! Oh, richtig schlimm. Da hab ich auch echt im Triple Octagon gekotzt. Hey, was? Nee, ohne Witz, was ist denn an heute? Was ist denn daran so schlimm? Ich versteh's nicht. Andi, das ist doch einfach eine schöne Einstellung. Wobei, also der Spruch, der stimmt. Ein langer Streit beweist, dass beide Seiten Unrecht haben. Das trifft einfach. Bei uns hundertprozentig zu. In diesem Dreieck des Bermudas zu. Ja. Ah, so. Ja, was, Dolm? Was hattest du gerade? Du hattest auch noch einen Punkt. Ich nenn's jetzt mal Facebook-Freundin von mir. Mehr kann man dazu nicht sagen. Mehr möchte dazu. Also irgendjemand, den du irgendwann mal random getroffen hast, den du eigentlich gar nicht kennst. Nee,
war meine Klassenkameradin. Ja, dann nennst du das ehemalige Klassenkameradin, Facebook-Freunde. Wenn du sagst Facebook-Freunde, dann schließt sich das raus. Aber nicht, dass Leute sich dann in eine Schublade schieben mit Leuten, die auf eine Schule mit irgendwelchen Untermenschen gehen. Hey, jedenfalls tu ich sowieso, du kommst aus, du warst in Frankfurt auf der Schule. Jetzt ist so ein ultraschwules Mongo-Spruch Rausreiß-Tattoo stechen lassen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So eine schwule Scheiße wie. Dann, warte ganz kurz, Ich tätowiere mir auf den Unterarm. Nee, auf. Auf die Faust! Seitlicher Brustkorb, kann man das so sagen? Schlüsselbein. Oder meinst du unten da die letzten Rippen? Ja, so. Meinst so du da, wo Megan Fox ihre Tattoos da hat? Ja, auf jeden Fall unterhalb der Brust an der Seite quasi. Ja, dann, wenn ich von Megan Fox rede und Tattoos, weißt du, wo sie sie hat. Nein! doch. Soll mal zu. Der irgendwas enthält wie Forever in my mind. Oh Gott. Das Einzige, was ich mir, glaube ich, im Leben jemals tätowieren lassen würde, wäre auf die Unterlippe in Fick dich. Nein, hier. Doch, so dass du das umklappen kannst. Und die Leute können es lesen und denken, dass du ein Spaß bist. Hä? Ja, natürlich gespiegelt. Geraffend, oder? Ja, und jedes Mal, wenn du dann dich mal vom Spiegel anguckst oder so, und dann mal die Zähne putzt und du siehst dieses Tattoo, wirst du ja aber du selbst hast. Hä? Jetzt mal ohne Spaß, wie siehst du dieses Tattoo denn? Ja, wenn du die Zähne putzt. Hä, was machst du denn mit deinem... Hast du das schon mal gesehen, was ich meine? Ja. Du musst die Unterlippe so richtig runterziehen, ne? Das ja, siehst gut. du nicht beim Zähneputzen. Ja, aber, gar nicht. Alter, weißt du, wie höllisch das weh tut? Aber es wäre einfach diesen Moment, wenn das jemand nicht kennt. Es wäre dreimal lustig und irgendwann denkst du dir, warum war ich so dumm? Richtig. Hä, aber es ist halt, also jetzt mal aber was? Ohne Witz, was stört man, es ja eigentlich nicht. Nein, aber was man niemals... Also es ist, natürlich würde ich es nicht machen, aber es wäre schon witzig. Also was man aber wirklich niemals machen sollte, ist... Irgendwelche, das Gesicht von irgendwelche, Menschen. Nein, ja erstmal das und irgendwelche, weil es meistens scheiße aussieht, außer man gibt Unmengen Geld dafür aus. Das soll jeder selber entscheiden, nein, aber ich würde es nicht machen. Nein. Nein, also wenn man es von einem guten Tätowierer machen lässt, okay. Aber was richtig schlimm ist, was man niemals machen sollte, was sich immer wieder irgendwie herausstellt, dass es eine schlechte Entscheidung war oder ist, ein Tattoo von jemandem, also quasi so ein Tattoo aus Liebe zu machen. Weil sobald die Beziehung endet, Und du hast sozusagen fürchterlichen Trennungsschmerz oder irgendwas in der Art, ne? Du bist immer noch ein Aber du, weißt du, zum Beispiel, du duschst dich morgens, guckst dich an im Spiegel, denkst du so. Ich finde nichts schlimmer als so Sternchen-Tattoos und das dann am besten an der Schläfe. Ja, aber nein, Tränen-Tattoos kommt drauf an. Wenn du in der Gang bist, ist das cool. Dann hast du Menschen umgebracht. Pro Träne einen. GG. Good game. Aber was richtig. Hässlich sind diese richtigen Mainstream Tribal möchte gern Stern-Tattoos. Diese coolen Tribal-Tattoos sind generell scheiße. Na, kommt doch an, wenn die cool aussehen. Also bei Mike Tyson ist das ziemlich lässig. Ich würde das auch gerade sagen. Ja, aber es ist mein. Ich sag, es kommt auf den Menschen drauf an und wie das gemacht wurde, wie es platziert wurde. Ob's ist, ne? Du kannst auch ein schönes Bild oder schön malen können, wenn es nicht irgendwie designen kann. Aber, keine Ahnung, mir fällt kein Vergleich ein. Aber auf jeden Fall. Was gar nicht, diese komischen Sternchen, also diese, weißt du, diese richtig stilisierten, diese, ich bin quasi so aus Metall, aber irgendwie so, die immer diese eine Zackenseite hell, die andere dunkel, ich weiß nicht, wie man das genau nennt, ja, diese schattierten Sterne. Und dann am besten auf den Handgelenken, auf die Schlüsselbeinen, auf jedem Gelenk und dann, oh, guck mal, ich hab Sterne, ich bin hässlich. Ich hab Super Mario gespielt, guck mal, ich bin Prinzess Peach. Genau so sehen solche Leute aus. Hauptsache, wir reden einfach die halbe Folge darüber, was wir hassen. Was ist wir gut. Scheiße finden. Hä? Däum. Hass vereinigt. Das war und wird auch immer so sein. Ist so. Du kannst leichter gemeinsam etwas hassen, als gemeinsam etwas mögen. Ich gründe die Vereinigung zur Erhaltung des diversen Hasses. Hier, guck mal. Krassestes Beispiel. Hitler und Stalin. Hitler und Amerika. Hitler. Kann das sein? Ja. Ach so. Ich habe gerade heute. Als erstes haben Amerika und Hitler beide. Hitler und Stalin beide die Alliierten gehasst. Und dann haben die Alliierten und Stalin Hitler gehasst. Ich habe gerade heute erfahren, dass tatsächlich ein Professor bei uns ein Bild von Hitler gezeigt haben soll, in einem gestalterischen Zusammenhang. Und dann gefragt hat, Sie wissen, wer das ist. Und halt keiner hat geantwortet, weil das so bescheuert fand, die Frage, ne? Sie wissen, wer das ist, ne? Und er hat das wirklich gedacht, die Leute wissen es nicht.
Einfach, ey. Ja, okay. Nee, ich weiß nicht mehr, das ist. Tut mir leid. Klar, kann nee, das sein? Nee, tut mir leid, weiß ich nicht. Nee, nee. Alter, back doch nicht rum, du Spaß! Was? Ah, wenn Donnerstag ist, ist das irgendwie witzig. Was? Was war das? Just Dolm Things. Alter, war das gerade laut. Wind hat dick meine Rouladen einmal durchgepustet. Wind? Am Blown? Ja, der Wind ist am Blown, Alter. Ist bei dir winzig? Ja, bei mir ist winzig. bei dir ist es aber noch viel winziger, vor allem wenn es kalt ist. Ja, okay, mach dich nicht okay. Lustig. Junge, mach dich nicht über mich lustig, Bruder. Nee, meine ich, tut mir leid. Hab ich gar nicht nötig. Sowieso, aber ich würde sagen, jetzt beenden wir erstmal die Folge. Nein. Doch. Nein. Doch. Jetzt beenden wir die Folge. Also gönnt euch ein Abo, das bleiben. Bis zum nächsten Mal. Zum nächsten Mal. Ich hasse, der hier Aufnahme kann es gerade abgefallen. Was ist abgefallen? Die Position 1-Taste. Ich hab sie gerade abgefuhlt. Ja, ich bin jetzt ja vor. Bis zum nächsten Mal.